Jenny Frankhauser, jetzt beleidigt Peter Klein öffentlich. Iris Klein, 55, hat sich in den letzten Wochen medienwirksam von Ehemann Peter Klein, 55, getrennt, nachdem dieser angeblich mit Yvonne Wölke, 41, angebandelt haben soll. Eine Affäre dementieren Wölke und Klein bis heute, doch mittlerweile hat Peter zugegeben, sich in die Schauspielerin verliebt zu haben. Ein herber Schlag für die Mutter von Daniela Katzenberger, 36, und Jenny Frankhauser, 30, die mittlerweile sogar aus der gemeinsamen Finca auf Mallorca ausgezogen ist. Auf Instagram hält sie seitdem ihre Fans über ihren Gefühlsstatus auf dem Laufenden. So auch am Montag, 27. Februar. Zu einem ernsten Selfie schreibt Iris: Bitte vergesst nicht, dass ich auch nur ein Mensch mit Gefühlen bin. Ich muss die Vergangenheit hinter mir lassen. Auch wenn es mir schwer fällt, nach allem, was mir angetan wurde. Ich danke allen lieben Menschen da draußen, die mir Kraft schenken und wissen, wie es mir geht und welchen Schock ich zu verkraften habe. Aber es wird täglich besser und ich bin schon immer ein Stehaufmädchen gewesen und das werde ich auch jetzt wieder sein. Was mich nicht umbringt, macht mich nur härter und irgendwann darf ich sicher wieder glücklich sein, sick. Ein emotionales Posting, auf das Tochter Jenny mit eindeutigen Zeilen reagiert. Sei froh, so einen Blender los zu sein. Auf dich wartet etwas Besseres, da bin ich mir sicher, sick. Schreibt die 30-Jährige und schießt damit erneut scharf gegen ihren Stiefvater Peter. Als sich Cheyenne Ochsenknecht, 22, in einer Episode von Diese Ochsenknechts auf die Suche nach einem Outfit für ihre Trachtenhochzeit macht, steht nicht nur der Brautlook im Vordergrund. Die neue Freundin von Jimmy Blue Ochsenknecht, 31, spielt ebenfalls eine Rolle und da findet Natascha Ochsenknecht, 58, klare Worte, wie nah sich der Schauspieler und seine Partnerin Laura Marie Geisler, 24, stehen. Scheint seiner Mutter nämlich nicht so gut zu gefallen. Über die Beziehung ihres Sohnes sagt sie, so zusammenhängen ist auf Dauer, finde ich persönlich, nicht gesund, weil dadurch verliert man vielleicht auch seine Persönlichkeit. Dennoch ist es ihr natürlich wichtig, dass der 31-Jährige glücklich ist und ergänzt, letztendlich kommen die ja super miteinander klar. Auch Schwester Cheyenne scheint noch nicht wirklich warm mit der Profi-Rennfahrerin zu werden. Ihr fehle noch die nötige Bindung zu ihr, obwohl sie mehrere Tage auf ihrem Hof zu Besuch war. Dennoch äußert das Model: Ich habe nicht wirklich was zu ihr zu sagen, weil wir die beiden nur zusammen gesehen haben und nie wirklich alleine. Für die 21-Jährige sei sie einfach nur irgendeine Frau. Auch Wilson Gonzalez, 32, habe die 24-Jährige noch nicht intensiv kennenlernen können, wie er verrät. Fiona Erdmann, 34, hat jetzt verraten, dass sie ihren Liebsten auf einer Dating-App kennenlernte. Die ehemalige GNTM-Kandidatin kehrte 2018 Deutschland den Rücken und wanderte nach Dubai aus. Inzwischen lebt sie dort mit ihrer Familie, Sohnemann Leo und Tochter Naila Mai. Auch ihren Partner und Kindsvater Mo durften die Fans vor wenigen Wochen erstmals sehen, als die Influencerin sein Gesicht zeigte. In der ersten Folge ihrer neuen gemeinsamen YouTube-Kochshow, die sie Cooking Couple genannt haben, zeigt das deutsch-libanesische Paar jeden Sonntag tolle Gerichte. Und da Liebe bekanntlich durch den Magen geht, verriet Fiona Erdmann in der Sendung auch, wie sie ihren Liebsten wirklich kennenlernte. Eigentlich haben wir uns auf einer Dating-App kennengelernt, so das Model. Es war aber kein Tinder oder eine dieser anderen Dating-Apps. Es war irgendeine arabische Dating-App, die mir jemand empfohlen hat. Sofort, als sie ihren Mo auf der Paar-App entdeckt hat, war es um sie geschehen. Auch das erste Live-Treffen am Strand war offensichtlich ein voller Erfolg. Ich habe ihn gesehen und dachte mir, oh, der sieht aber gut aus. Und dann haben wir uns getroffen. Wie schön, dass beide jetzt mit dem Kochen ihrer gemeinsamen Leidenschaft nachgehen können. Kim Gloss,
30, ist begeistert von der Verantwortung, die ihre Tochter Amelia 10, für ihre kleine Schwester Golda übernimmt. Die 10-Jährige weiß, wie sie ihrer Mama unter die Arme greifen kann und bringt das Baby gerne einmal mit einer schönen Geschichte in den Schlaf. Wie die Sängerin auf Instagram in ihrer Story verrät. Dort schreibt sie, Amelia liest Golda abends immer etwas vor. Sie ist so eine tolle große Schwester und auch echt eine große Hilfe für mich, Sick. Damit zeigt die zweifache Mutter, wie stolz sie auf ihre gar nicht mehr so kleine Tochter ist. Trotz des relativ großen Altersunterschieds scheint die Bindung der beiden Mädchen sehr eng zu sein und Amelia weiß die Zeit mit ihrer kleinen Schwester zu nutzen. Sie haben News verpasst. Jetzt hier die Promi-News der vergangenen Woche nachlesen. Verwendete Quellen: Instagram.com, YouTube.com.